Es geht weiter mit der Reise der Herzen zu Allah subhanahu wa ta'ala und mit der nächsten Station, und zwar ist das die Station der Beobachtung, auf Arabisch Al-Muraqaba. Diese Station möchte ich auch gerne nutzen, um weiter noch einmal über die Vorbereitungen auf Ramadan zu reden. Denn Ramadan ist nichts anderes als eine Schule, um diese Stationen zu erreichen. Das heißt, im Ramadan lernst du, machst du ein Praktikum, damit du lernst, wie du zu diesen Stationen gelangst. Wir hatten ja einige Stationen behandelt, wie zum Beispiel die Reue oder die Abrechnung oder die Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala, die Demut. Da stellt sich natürlich die Frage immer wieder, gut, ich habe das jetzt gehört, ich habe das gelernt, ich habe was gelesen darüber, ich fühle aber noch nicht diese Furcht, ich fühle nicht diese Demut, ich fühle noch nicht diese Reue, ich fühle noch nicht diese Beobachtung. Denn wir reden ja hier über die Taten der Herzen. Wir reden darüber, über die Stationen der Herzen, von einer Station zur anderen, bis wir zu Allah gelangen. Das heißt, bis wir ins Paradies kommen. Das heißt, bis wir das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala bekommen oder erreichen. Und deswegen ist die Frage, wie werde ich denn demütig, gottesfürchtig und so weiter und so fort. Und hier müssen wir verstehen, dass diese Reise der Herzen einen Treibstoff bedarf. Es geht nicht ohne Treibstoff. Das ist genauso wie jemand, der will eine Strecke fahren, aber der hat nur noch wenig im Reservetank. Wie wird der fahren? Wer von euch hat Ahnung, wenn er nicht so viel im Tank hat? Der wird natürlich, ja, der wird sparsam fahren. Das bedeutet, der wird jetzt nicht rasen. Wenn der Tank voll wäre, wäre auf der Überholspur und ja, der hat genug, der hat Kraft. Ja, also der Motor, der hat genug Treibstoff, der kann fahren. Derjenige, der auf seinem Display sieht, 30 Kilometer nur noch Tank, der wird ganz langsam fahren, hat immer Angst, dass er irgendwann mal stehen bleibt. Ja, der wird überhaupt nicht vorankommen. Und so ist es auf dem Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala. Mit einem leeren Tank kommst du nicht zu Allah. Auch wenn du die Strecke kennst. Ja, ja, erst einmal bitte Richtung Demut oder vorher Richtung Aufmerksamkeit, dann nimmst du rechts die Ausfahrt zur Abrechnung und dann gehst du weiter auf die Reue und so. Also wenn du diesen Weg kennst zu Allah, das bringt dir nicht viel, ihn nur zu kennen, sondern du musst diesen Weg gehen. Und dafür brauchst du Treibstoff. Du wirst Allah erst fürchten, wenn der Tank voll ist. Du wirst Allah erst lieben, wenn der Tank voll ist. Du wirst Allah subhanahu wa ta'ala erst also Hoffnung haben auf Allah, wenn der Tank voll ist. Mit leerem Tank wird dein Herz diese Stationen nicht erreichen. Was ist denn nun der Tank, der Treibstoff? Taqwa ist eine Station. Taqwa ist eine Station, eine Stufe, die du erreichen möchtest. Dhikr, Gottesdienste, genau, Ibadah. Ibadah, ohne Ibadah geht das nicht. Und deswegen sagte Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, auf dem Weg zu Allah braucht man zwei Kräfte. Einmal die Kraft des Wissens, wohin, wie komme ich überhaupt zu Allah? Das ist das, was wir hier durchnehmen, dass wir wissen, was sind denn die Stationen auf dem Weg zu Allah. Aber wir brauchen auch die Kraft des Handelns, des Umsetzens, dass wir uns auf den Weg machen hin zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, wir allesamt denken uns, Allah, ich würde gerne daran denken, dass Allah mich sieht, aber ich vergesse es. Ah ja, Tank ist leer. Allah, ich würde gerne diese Gottesfurcht so empfinden. Du hörst ja Geschichten von den Sahaba, Allahu Akbar, Mashallah. Ja, der eine hat gesagt, wenn ich bete, dann bin ich in Demut, dann könnt ihr meinen Fuß amputieren. Ja, und dann denken wir, ja Rabbi, okay, so Allahu Akbar, aber da tut sich ja nichts. Ja, weil, das hatten wir doch letztens schon mal erwähnt,
weil viele von uns, möge Allah uns vergeben, nur Wunschträume haben. Sie setzen das nicht um, was umzusetzen ist, sondern sie wünschen es sich. Ich würde gern wünschen, Reue zu empfinden, Bedauern zu empfinden. Das geht nicht, wenn der Tank leer ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir den Tank füllen im Ramadan. Und deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt schon im Schaban damit beginnen. Weil eins ist sicher, deine Seele wird nicht sofort mitmachen, so wie du es möchtest. Der Wunsch ist da. Jeder von uns wäre gerne ein Hafiz, der den ganzen Koran auswendig kann und der den Koran dann jeden Tag stundenweise liest und viel Dhikr macht und so weiter und so fort. Aber das geht einfach nicht ohne Training. Und das ist genau der Punkt, den wir hier heute auch besprechen möchten.